Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival. Und ich habe euch einiges zu erklären, das mache ich aber am Ende. Wie das Thumbnail und der Titel schon sagen, sind wir jetzt auf Weg. Auf Weg? Nein, wir sind auf dem Weg. Erstmal zum Händler. Ich habe tatsächlich schon ausgespäht, wo der sich befindet. Ich wollte euch die Fahrerei nicht antun. Und, ja, also es geht jetzt so ab, wir fahren jetzt dahin, damit ihr den Weg seht. Und auf dem Rückweg erzähle ich euch dann alles, ja, persönliche. Alles Persönliches. Ach, ja, gut. Ich bin auch vorhin hier reingekommen und alle Türen sind weg. Also ich weiß nicht, was das für ein. Also, keine Ahnung, ob er da was geändert hat. Die Türen muss ich jetzt alle neu bauen. Die Sachen hat man natürlich nicht wiederbekommen. Aber war das schon. Nee, das war nicht so, oder? Das. Ist jetzt noch mal ein bisschen unwiegiger geworden. Ob das ein Wort ist? Ich glaube nicht. Das Wasser ist verschwunden. Help. Where is the water? Where is the water? Okay. Okay. Gut. Ist jetzt ein bisschen anders. Und da hinten ist auch jetzt ein Steg. Also ich habe schon auch auf dem Weg gesehen, dass einige Sachen geändert wurden. Das ist hier geblieben. Ja, das sieht jetzt halt mehr schwebend aus. Vorher war das so im Wasser. Da hat man das nicht so krass gesehen. Das, naja. Naja. Weiß nicht, vielleicht bei der Flut steigt es wieder an. Nein? Ich weiß, dass es ein See ist oder dass es da keine Flut gibt. Okay. Wir fahren mal los. Also, zur Erklärung. Wir sind hier in der Community. Hier. Okay. Und wir fahren jetzt zu dem See hin. Zu dem See. Genau. Wir fahren jetzt hier Richtung Mine. Und zwar ist dort der Ort. Ich weiß, ich könnte euch jetzt locken, euch nicht verraten, wo genau das ist. Und dann, am Ende, könnte ich sagen, haha, da. Oder ich sag's euch einfach von vornherein. Ja. Er hat tatsächlich geschrieben, dass das jetzt der letzte Patch ist. Mit der Unreal Engine 4. Die nächste wird mit Unreal Engine 5 sein. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass man wahrscheinlich eine bessere Grafikkarte brauchen wird. Ich weiß es nicht. Also meine Grafikkarte hat jetzt auch zu pumpen. Ich könnte euch sagen, welche das ist. Oder ihr schaut einfach hinten in der Beschreibung. Da habe ich das nämlich aufgeführt. Nein, nicht als. Ja, natürlich weiß ich, wie die halt. Nee, tatsächlich. Ich verwechsel die immer. Ich glaube, ich habe die Radeon 560 oder so. Also keine besonders. Also es ist eine Grafikkarte, okay? Oh, ups, ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Wir hätten in die andere Richtung abbiegen müssen erstmal. Ja. Nee, ich kenne mich hier aus. Wie in meiner Westentasche. Ist eine sehr verwinkelte Westentasche. Ja. Was gibt's noch? Also was mich auch überrascht hat, er hatte ja angekündigt, dass er eigentlich die. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ah, ich. Hallo, falls ihr neu hier seid, auf dem Kanal seid, das ist das, was ihr bekommt. Oh Mann. Ohne Witz, vorhin bin ich so gut hingekommen. Ich bin halt einfach gefahren, so, und habe halt alles angeschaut. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht gesucht habe und es dann gefunden habe. Ah, okay. Ich war tatsächlich zuerst, als allererstes bin ich hinten beim Säge, bei der Sägemühle da hoch und habe dort geguckt. Dort war es nicht.
Und dann bin ich einfach in die andere Richtung. Hab das Ding hier umfahren. Umfahren. Weil ich habe mich nämlich erinnert, dass da ein Riesenplatz war bei der Mine. Ansonsten, es ist ja nichts eingezeichnet. Ich habe erstmal hier, wo wir lang gefahren sind, diese Housing Area, die hatte ich mir angeschaut. Ja, die Brücke hier ist neu. Bada bada bum. Huch. Und irgendwie soll das Auto jetzt fahren, wenn man irgendwie drauf klettert oder springt. Ich weiß gar nicht, war der See schon da? Wir gehen. Ja. Au, au. Ich hab einen Schuh. So, und dann. Also das sah ja hier ein bisschen anders aus. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schön, wie er es da gemacht hat mit dem See. Das war vorher viel, viel schöner. Naja. And there we go. Da sind wir. Schauen Sie hier. Eine Festung. Ah. Ich habe jetzt nichts zum Handeln dabei, weil ich tatsächlich nichts brauche. Wie ihr wisst, bin ich gut aufgestellt. Ich will den Berg nicht hoch. Oh Mann. Machen Sie die Tür auf. Oder ich schieße. Viel besser. Fährt sich viel besser. Hup, hup. Hallo. So. Den können wir gleich mal drehen. Wir können den auch allen Namen geben. Auch wenn ich es dann bis zum nächsten Mal vergessen habe. Schauen uns jetzt hier erstmal zusammen um. So, das ist, ja, dieses Village. Schön machst du das. Ja. Oh, seht ihr doch, eine Sache könnte ich gucken. Hier, bei Corps. 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 Ich bin auch so ein Corp. Diese Säcke hier. Nimm meine Schuhe. So, wie viele Bleistifte willst du dafür? Willst du eine Hose? Ich habe noch eine zu Hause. Nee. Warte mal. Das macht's immer ein bisschen kaputt. Ah, ich habe doch bestimmt irgendwas dabei. Molotow-Cocktails. Die würde ich jetzt eigentlich ungern eintauschen. Ha, es soll auch eine neue Waffe geben, die ist tatsächlich nur hier erhältlich, die nur hier erhältlich ist. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, wenn man hier wieder wegfährt und wieder hinfährt, ist es wieder aufgeladen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, die haben auf jeden Fall auch hier. Ne? Und? Verstehe ich. Okay. Gut. Danke fürs Gespräch. War sehr unterhaltsam. Ja, also man sieht, hier hat keiner so ein richtiges Schlafzimmer. Nein, ich beklaue die nicht. Ich gucke nur. Ich räume auf. Stöber ein wenig. Okay, der schläft eindeutig, okay? Aber was ist das? Okay. Hat er nicht gesehen, weil er schläft. Einige schlafen halt mit offenen Augen. Okay. Okay, ist eine Hundehütte. Aber kein Hund. Ah, doch. Nein, das ist kein Hund. Selina, nein, das ist kein Hund. Okay. New Day Post. Welcome. Mayor promises radical new changes. Okay. Gut zu wissen. Ich hätte gerne nicht Hund. Wieso hast du da eine Hundehütte stehen, aber keinen Hund? Kannst du mir das bitte erklären? Und wenn du die so schlachtest? Nein. Nein. Ich will nichts von dem zu essen. Bin ich ehrlich? Ich koche mir meine Suppe selber, du.
Danke. So, was haben wir noch? Oh, hier. Eine Badewanne, natürlich. Wieso habe ich keine Badewanne? Ja, okay, gut. Ich habe einen See, in dem ich planschen gehen kann. Die haben alle keine Türen mehr. Ja, super, ne? Also da schön entspannt sein Geschäft verrichten. Einen abseilen. Naja. Gut. Ja, wir sind ja auch nicht hier jetzt, um zu looten. Ich meine, wir haben ja eigentlich genug Zeug. So, ist hier noch was? Nö, Medizin. Zelt. Funkzelt. Schick. Gut. So. Ja, es gibt hier echt nichts. Ne? Also zu looten. Wow, eine Flasche Alkohol. Die kann ich jetzt auch hier wieder vertauschen. Hallo. Ja, Materialien brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Danke. Kann man hier noch irgendwas? Nö. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hier irgendwas looten kann. Nicht spazieren gehen. Okay. Ah, hallo. Du bist der interessanteste Supply. Es soll eine neue Shotgun geben. Das ist die nicht, glaube ich. Ist es die? Also soll eine automatische Shotgun geben. Ist es die hier? Oder ist das hier die normale? Ich glaube, ich habe die Shotgun nicht dabei. Um ehrlich zu sein. Nee, habe ich nicht. Huch. Müsste man halt immer wieder kommen und gucken, ob man die Sachen hat. Ach komm. Habe ich die im Auto? Die normale. Nee, ich glaube, die normale führe ich ja gar nicht mit mir. Und der steht jetzt wirklich die ganze Zeit da und wartet. Dieses sein kompletter Job. Dass er da steht und wartet, bis jemand kommt oder geht. Ey, das tut mir echt leid für dich, ne? Gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die neue Shotgun ist. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich tatsächlich was trade. Weil ich habe eigentlich zu Hause ja alles. So, gebe ich mein letztes Hemd, meine Hose. Oh, du machst das schon? Okay. Für Hemd und Hose wird das tun. Ah, ich glaube, das ist die normale, oder? Das ist nicht die automatische. Ey, dass ich das vergessen habe. Dass es dauernd nicht dabei steht. Na komm. Ich habe so viele Hemden und so viele Hosen zu Hause. Nein, es ist die semiautomatische. Sehr schön. Da kann man ja mal schauen, wie die neue Waffe so ist. Okay. Darf ich mal gucken? Okay. Laut ist sie. Aua. Aber. Okay, krass. Da passen einfach 6 Kugeln rein. Wahnsinn. Müssen wir rausfinden, ob die auch genug Damage macht. Aber wir haben da vorne ja einen Wolf gehabt. Hui. You spin my head right round, right. Okay. So, das war das Dorf. Ja, jetzt wollen wir das mit der Waffe rausfinden, ne? Weil die Sache ist, ich möchte das halt so am Ende erzählen, dass auch wirklich nur noch die Leute zuhören, die sich auch wirklich für mich privat interessieren. Also mir ist bewusst, dass das nicht jeder von euch tut. Und das ist auch okay so. Das ist auch vollkommen gut. Deswegen wollte ich auch erstmal nur über das Spiel reden, damit da jeder. Und dann wollte ich erzählen, was los ist an alle, die es interessiert. Wie gesagt, wir werden jetzt am Wolf die Shotgun ausprobieren und dann würde ich tatsächlich. Ah, wir haben aber den Truck gar nicht dabei. Dö, 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 dö.
dann würde ich euch nochmal ein kleines Neujahrsgespräch. Ich wollte ja eigentlich noch ein separates Video aufnehmen, aber dann habe ich gesehen, oh, Miss Survival Update. Dann nutzen wir das doch einfach beides zusammen. Und ja, ich fühle mich sowieso gerade sehr unwohl, mich zu zeigen. Das ist irgendwie kein Wolf. Okay, kein Wolf. Gut, 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 gut. So. Moment. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was das heißt, dass das Auto anfängt zu rollen, wenn man hochgeht. Nee, das fängt nicht an zu rollen. Weiß ich nicht, was da, also in den Patch Notes stand irgendwie, dass wenn man klettert oder springt, also auf dem Auto springt, dass es dann rollen würde. Hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Ansonsten ist es jetzt tatsächlich so. Ja, das mit der Unreal Engine habe ich ja gesagt. Gut, ja, muss man mal gucken, zwecks Schaden mit der Waffe. Das machen wir mal irgendwann. In irgendeiner der nächsten Folgen. Also, für alle ist jetzt erstmal vorbei. Und jetzt komme ich zum persönlichen Teil. Ich habe so eine kleine Winterdepression. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen auffällig gewesen. Ich denke mal, die Leute, die das kennen, die werden das schon wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich habe es halt versucht, irgendwie mich zusammenzureißen und Videos zu machen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es macht einfach keinen Sinn. Es macht euch keinen Spaß, es macht mir keinen Spaß, wenn ich mich da gezwungen fühle. Außerdem fühle ich mich dann nicht gut damit. So. Besonders weil ich dann tatsächlich auch darauf gucke, wie viele Leute das Video geguckt haben, was ich normalerweise nicht mache. Also ihr seht ja, dass ich manchmal Spiele bringe und dann auch lange, die mir einfach Spaß machen, die jetzt aber nicht so die Klicks haben. Und es ist okay für mich, es ist wirklich okay. Aber manchmal, so wie jetzt, ist es halt wirklich so, wo ich mir denke, warum? Warum machst du das? So, es interessiert doch keinen. Und ja, das ist eine der Sachen. Es ist halt noch viel, viel mehr. Ich habe die Prüfung irgendwie bestanden, sogar mit 84%. Das heißt, ich habe jetzt im Januar nur noch meine mündliche und da muss ich halt eine Präsentation halten über ja, man kann sagen, einen Aufsatz, den ich gehalten habe. Und ja. Dann bin ich auch fertig. Und dann kommen wir halt zum nächsten Punkt. dass ich halt umziehen möchte und mein Mann nicht so. Das sind halt alles so Sachen, die mich so ein bisschen runterziehen. Ja. Und das ist dann, da hat man auch den Kopf einfach nicht frei. Normalerweise kann ich mich immer sehr gut davon loslösen, aber es ist momentan so, so viel, wo ich dann halt auch nicht weiß, okay, wie geht's jetzt weiter? So, Was ist jetzt? Und also eins, dessen könnt ihr euch gewiss sein, ich werde auch weiterhin YouTube machen. So schnell werdet ihr mit nicht Schluss. Aber es ist jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich weiß auch nicht, wie lange. Wie gesagt, im Januar bin ich eigentlich fertig. ich wäre dann eigentlich gerne schon, also ich bin ja Ende Januar fertig. Ich hätte es halt eigentlich gerne schon gehabt, dass ich dann ab Februar schon Arbeit habe. Das ist halt sehr unrealistisch, weil ich möchte wirklich umziehen. Also ich möchte wirklich, wirklich nicht mehr. Also, ne, es geht nicht mal mehr hier wohnen, sondern es geht halt wirklich darum, ich möchte halt einfach meine Familie um mich herum haben. Ich habe seit eineinhalb Jahren meine Familie nicht gesehen und es ist halt schwierig. Ja, also ich bin wirklich so ein, ja, krasser Familienmensch, kann man sagen. Und mir ist das unglaublich wichtig und ich brauche das.
So, also ich möchte nicht dieses Aufeinanderhocken oder so, aber wenigstens ab und zu mal sehen. Es ist schon. Wäre schon schön. Und ja. Was noch? ja. Das ist so eigentlich der Hauptgrund, dass ich mich einfach nicht gefühlt habe. Und sobald es halt wieder einigermaßen besser aussieht, werde ich dann auch weiter YouTube machen. Und ja, ich hoffe, dann seid ihr auch mit dabei. Wie gesagt, mit Survival sollte es jetzt nochmal irgendwie ein Update kommen, aber ich glaube nicht. Auch das, was er jetzt gebracht hat, das ist nur ein Mini-Pfützelchen. Ja. Ich glaube nicht, dass da in nächster Zeit nochmal irgendwas kommt. Aber sollte es, würde ich es halt auch natürlich wieder bringen. Wie jetzt auch. Da habe ich ja auch gesagt, okay, let's go. Wir machen das. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und möge das neue Jahr besser werden als das jetzige. Ah, gut. Die sind noch da. Oh, alter Schwede. Was legt ihr denn an Eiern? Ist das kaputt? Okay, das sieht ein bisschen kaputt aus durch die Grashalme. Okay. Naja, gut, die haben was zu essen, die haben was zu trinken. Denen geht's gut. Schaut euch die an. Die dicken Bobbys. Okay. Ach ja. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich das vermisst aufzunehmen. Ich glaube, man merkt es auch. Ich will irgendwie das gar nicht mehr beenden. Weil ich mir. Gut, ich habe auch immer Schiss, dass ich irgendwas vergesse. Na gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.